Ja, am Dienstag werden sämtliche Kolleginnen und Kollegen ihren Wahlkampf vor Ort unterbrechen und an der traditionellen Generaldebatte hier in Berlin nochmal teilnehmen, wo es darum geht, wie steht Deutschland da, was ist die Verfasstheit unseres Vaterlandes, wird dann diskutiert, bekanntlich dann auch mit unterschiedlichen Auffassungen, aber wir werden als Union natürlich deutlich machen, dass es Deutschland gut geht, dass die Menschen großer Mehrheit sagen, sie fühlen sich wohl in Deutschland. Und natürlich werden wir auch darauf hinweisen, dass wir aus unserer Sicht als CDU/CSU die richtige personelle Antwort haben, aber auch die richtige inhaltliche Antwort auf die Frage, wer wird denn die nächsten 4 Jahre dafür sorgen, dass es Deutschland weiterhin gut gehen kann. Und da brauchen wir aus unserer Sicht unsere Gesellschaft nicht zu spalten. Wir müssen nicht irgendjemandem was wegnehmen, um es jemand anderem zu geben, sondern wir sind der Auffassung, wer wirtschaftlich erfolgreich ist, schafft die Grundlage auch für soziale Sicherheit, für den Ausbau der Infrastruktur, für notwendige Investitionen. Wir haben das in den letzten 4 Jahren bewiesen. Wir haben keine neuen Schulden gemacht, wir wollen weiter solide haushalten. Und gerade deshalb haben wir es geschafft, auch soziale Sicherheit zu schaffen und die notwendigen Investitionen zum Beispiel in Bildung und Forschung durchzuführen. Und darauf legen wir Wert, dass das auch künftig so sein muss. Und das werden wir auch in dieser Debatte am Dienstag im Deutschen Bundestag deutlich machen. Mit der Union gibt es auch eine klare Perspektive für Deutschland für die nächsten 4 Jahre.